Hallo und wunderschönen guten Morgen. Hier spricht wieder euer Random Life und ich bin heute mit dem Patrick und mit dem Mackie von Auftraggeschichte. Auftraggeschichte unterwegs, ganz genau. Wir befinden uns immer noch in Österreich und wir schauen uns eine Anlage an, die ich bereits vor einiger Zeit mit Emily besucht habe. Und zwar sind wir an einem historisch bedeutenden Pass. Den Namen nenne ich jetzt nicht, damit die Anlage nicht zu überlaufen ist. Jeder, der sich so ein bisschen auskennt, der wird die auf jeden Fall kennen. Eine Party hat da drin auch schon stattgefunden. Bedeutet, letztes Mal haben wir leider auch viele Graffitis gesehen. Aber das Spannende, das haben sie zum Glück auch in Ruhe gelassen, sind die Kanonen. Und die Kanonen, die kann man noch richten in der Höhe und in der Seite. Und da laufen wir jetzt hin und wir haben, schaut mal, diesen wunderbaren Ausblick. Hammermäßig. Ja, oder? Wunderschön, oder? Hammermäßig. Und von dort aus, hinterm Baum, sind die Kanonen und die haben hier in Richtung des Tales schießen können und sollten dann hier diese Passstraße verteidigen. Und da oben, ich war da mal, ich vermute da oben noch eine Stellung, konnte das aber damals nicht wirklich aufklären. Die Metallstange im Boden, ne? Nee, da drüber, diese Balken da drüber, diese Holzdinger, siehst du das? Ja, und da links ist so eine Metallstange. Ja, genau, ja. Richtig, ja. Könnte, ne? Ja, könnte. Könnte. Beobachter, vielleicht vorgeschobene Artilleriebeobachter? Ja. Ne? Ja, könnte, klar, sicher, natürlich. Ja, könnte sein. Beobachtungsposten, ja. Oder Nahverteidigung, Schützen. Ne? Oder Nahverteidigung. Gegen feindliche Infanterie. Genau, MG. Müsste auch haben, ja, genau, eine MG-Stellung. Ne? Stimmt. Ja, was ich hier nicht gefunden habe, sind Laufgräben. Die wären sicherlich auch für eine Verteidigung. Aber wahrscheinlich hat man darauf gehofft, dass man aus der Ferne wirken konnte und die Angreifer schon auf Distanz halten konnte. I don't know. Alles klar. Also, wir gehen jetzt erstmal dorthin und dann melden wir uns gleich nochmal wieder. Tschüss, tschüss. Ich glaube, mit der stimmt was nicht. Nee, jetzt macht sie. Oh, krass. Ich dachte, wir könnten sie noch streicheln. Wie geil ist das denn? Die schönste Natur. Das ist gar nicht ganz. Hammer. Mal weg ist er, der Kollege. Krass, oder? So, meine Leute, also schöne Natur hier, bestes Wetter, beste Gegend, coole Leute. Und unser Ziel kann ich auch schon sehen, ist in greifbare Nähe gerückt. Und wir gehen jetzt dahin und dann erkläre ich euch noch mal ein bisschen über die Anlage und warum diese hier an dieser Stelle platziert wurde. Bis gleich. So, da ist Mackie und Patrick. Da ist die Gans, da sieht man sie, und da sind die Kanonen und das Objekt der Begierde. Und diese Kanonen haben genau diesen Pass hier unten verteidigen sollen. 1991 wurde die Anlage nochmal ganz geheim modernisiert gegen Atomangriffe. Krass, die Gans. Schaut mal, die ist jetzt direkt an der Anlage. Ja, also schönste Natur, hammermäßig. Wie gesagt, die Gams hier, das ist ultra selten, gerade dass man da so nah rankommt. Und die geilen Bunker mit originalen Kanonen, da fehlt nur die Mündungsbremse, die hat einer abgeschraubt. Die war letztes Mal noch dran. Ja? Mhm. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Also ich kenne die Anlage nicht. Aha. Vielen Dank, Jörg. Gerne. Wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Ich mache mich jetzt fertig. Gehen wir da rein. Ich freue mich riesig. Yeah, 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 yeah. Eingang ist auch auf. Das bedeutet, wir kommen da so easy, easy rein. Da ist die erste Kanone. Da hinten ist die zweite Kanone, die ist abgedeckt. Und da hinten ist eine Mannschaftsunterkunft. Die gucken wir uns am Ende an. Die hatten wir ja damals am Anfang gemacht. Aber aufgrund
der Situation jetzt gerade, die wir vorfinden, werden wir uns die gleich angucken. Und schaut nochmal hier, wunderschöner Blick über Patrick und natürlich auch hier über diesen wunderschönen Pass. Und ich würde sagen, diese Kanone, die gucken wir uns jetzt mal von drinnen an. Das heißt, wir gehen jetzt hier in diese Geschützstellung rein und gucken mal, ob wir die Kanone von der anderen Seite bedienen können. Das wird geil. Mickey hat auf jeden Fall Bock. Ich habe auch auf jeden Fall Bock. Für mich, wie gesagt, Revisit. Trotzdem, ich finde die Anlage oder fand die Anlage mega. Und die Natur sowieso hier. Und das mit der Gans war gerade nochmal eine wunderschöne Sache. Und ich gehe schon mal ein bisschen vor, weil das Thema Akustik wird sicherlich ein Thema werden. Deswegen nehme ich auch mal eine Funkstrecke und bis gleich. Ja. Ich muss da ein bisschen weggehen, weil ich würde jetzt kurz diesen Stein wegnehmen mit der linken Hand. Okay. So, Mackie davor. Direkt wieder kaputt. 70 Jahre heile geblieben und zack. Du musst aufpassen, da drin gibt es manchmal Obdachlose. Manchmal? Ja. Das heißt aber manchmal auch nicht. Manchmal auch nicht. Super. Ne? Vielleicht hast du Glück. So, Eingangsbauwerk hier. Geil. Und man sieht es tatsächlich von Weitem kaum, dass sich hier eine Anlage mit Kanonen befindet. Man muss schon genau hingucken. Und hier Schartenverteidigung. Bedeutet, wenn also von jemand von dort gekommen ist, konnte man ihn mit einem schweren MG verteidigen. Und dann gab es hier zwei Türen. Andersrum muss es gehen, dass du was siehst. Na, läuft nicht so gut da drin? Ich hab Angst, Alter, und mir ist kalt. Und oh, muss pipi, ne? Auf die Toilette. Ja. Ich mach Takes. Ah, Takes. Fertig? Ja, die machen Takes. Das kann ja jetzt lange dauern, Leute. So, dann lassen wir die beiden mal vor. Die drehen ja auch YouTube-Videos. Und die kennen das ja beide noch nicht. Deswegen kriegen die einen kleinen Vorsprung. Wir gucken uns derweil nochmal die Kanonen von außen an. Oder die eine zumindest. So, da ist sie schon. So, Mündungsbremse ist abgeschraubt. Auch gar nicht so lange her, haben wir festgestellt. Weil die Spuren sind noch relativ glänzend. Sehr schade. Aber so ist das. Irgendwann wird wahrscheinlich auch jemand das Schild hier wegnehmen. Mal gucken, ob innen drin auch irgendwas gemopst wurde. Du machst diese kleine Klappe da runter und das ist dann die Schießscharte. Schachtel. Juhu! So, ab. So, hier gibt es auch noch mal eine Eingangsverteidigung. Schachtenverteidigung. Und jetzt sind wir im Bauwerk drin. Das kriegen wir nicht auf. Ach so, das ist die Scharte. Keine Ahnung. So. Ja, der Müll ist immer noch da. Das müsste leuchtend sein. Genau. Lüftung. Für Gegenlicht, damit man es nicht erkennt. MG-Stand, G für groß, hier war die Munition drin. Das Schild ist immer noch da, von der Kriminalpolizei. Mal gucken, ob das Licht geht. Nee, Licht geht leider nicht. Und schaut mal, Leute. Das ist schon bemerkenswert, oder? Das ist schon bemerkenswert. Also Kabeldiebe waren nicht da. Ich glaube, der Kupferpreis ist gerade auch nicht so gut und das Bürgergeld ist relativ hoch. Von daher lohnt sich das. Was denn? Das Ding jetzt hier? Nee, das ist der Empfangsbereich. Da waren wahrscheinlich die Gewehre dran, oder? Okay. Weiß ich aber nicht. Aber die mit der Kleine haben irgendwelche
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass hier die Gewehre dran waren. Oder? Nee, das sah Gewehre einfach nicht aus. Okay. Aber das ist natürlich trotzdem eine gute Frage. Könnten Bänke sein. Könnte aber auch. Ich weiß es nicht. Splitter. So, ist alles noch da. Die ganzen Kabellagen sind noch da. Ist es auf jeden Fall nasser als sonst? Ach, guck mal hier, haben sie Nebelflut noch von der Nebelmaschine. Toiletten sind noch ganz. Also bin ich hier damals hochgegangen? Ich glaube, hier war ich damals gar nicht. Das ist eine Skischarte. Ja, hier war ich damals gar nicht. Also MG-Scharte. Ja, das ist hier ein MG-Schartenstand, den ich damals ausgelassen habe. Und ich glaube, die haben die erste Kanone gefunden. Ja, ich höre sie schon. Was ist das denn bitte? Oder? Ne, genau. Danke. Also ich hole die mal so ran, dass wir das hier wirklich sind. Also das Patronenlager ist zugeschaut. Aha, aber du kannst sie noch bedienen, in Summe. Wie sie hinkriegen. Ich weiß nicht, wie diese Kanone funktioniert. Ach, hast du schon fast. Hast du schon fast. Warte. Ich muss mal gucken, ich weiß, dass die irgendwo noch... Ist der ausgelöst? Geht das leicht bei dir dann? Mhm. Die hat damit eigentlich nichts zu tun, aber eigentlich muss man die von. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich muss selber nochmal gucken. Guck mal. Achtung, ich schieße oder Achtung, Feuer. Feuer, einfach nur Feuer. Einfach nur Feuer. Okay. Bei Alarm kommst du. Fertig? Ja? Nein. Alarm! Feuerbereitschaft herstellen, Feuer! Feuerbereitschaft sagen. Ach ja, muss stimmt. Man noch mal machen. Ja. Also du machst das erst, wenn er reinkommt. Ja, ja. Sag, wenn er reinkommt, sag ich Feuerbereitschaft. Aha. Und dann legst du das rein. Ne? Du öffnest dann, wenn er kommt, also wenn ich sage Feuerbereitschaft herstellen, ja. Dann öffnest du, legst die Pringelsdose rein und du gibst mir Feuerbereitschaft. Ja. Dann sag ich Achtung, Feuer. So wie gerade. Genau. Okay, und nochmal. Ist noch dran? Ich fange jetzt nochmal an. Fang nochmal an, ja. Fertig? Fertig. Alarm! Fein! Feuerbereitschaft herstellen! Feuerbereit! Achtung, ist Feuer! Feuerbereitschaft herstellen! Feuerbereit! Achtung, ist Feuer! Feuerbereitschaft herstellen! Wir haben keine Munition mehr! Feuer herstellen! Okay! Wir sind so fertig, Alter. Vor allem, das war so ein... Stopp. Ich hab jetzt schon...
So Leute, ich hoffe, das Spektakel hat euch ein wenig gefallen. Wir hatten auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Und ich kann euch eins sagen, das war jetzt hier Spiel, Spaß und Spannung, aber das war trotzdem aufregend, weil man musste die Handgriffe ja sitzend haben. Also beim Militär üben die natürlich, bis man sie vollständig verstanden hat. Aber das war schon Stress. Ich muss euch sagen, das war schon Stress. Und ich kann mir vorstellen, im Kriegszustand ist das richtig viel Stress. Und ich zeige hier nochmal die Geschützstellung. Höchstwahrscheinlich ein tschechisches Modell, Baujahr. Und viele haben es mir letztes Mal nicht geglaubt, ich habe es auch nicht gezeigt. 1942, also wurde im Zweiten Weltkrieg gebaut. Stückzahl 11.860, müsste sich hier auf dem Verschluss auch nochmal wiederfinden. 11.860, ganz genau. Und das Coole ist halt, wir können es wirklich noch in der Höhe und in der Seite richten. Schaut euch das mal an. Total einfach zu bedienen, auch von Kinderhand wäre es möglich. Und hier ist einfach krass, wirklich total einfach. Ja, wie ihr vorstellen könnt, das ist ja eine ballistische Kanone, kein Laserstrahl oder so. Das bedeutet, je weiter die Entfernung, desto tiefer fällt natürlich das Geschoss aufgrund von Gravitation auch ab. Und deswegen gab es hier so eine ballistische Kurve, damit man das entgegen oder ausrechnen konnte, dass man da entgegenwirken kann. Und man hat die genau so hier installiert, dass man genau den Scheitelpunkt der Kanone in der Mitte hatte, sodass man die Geschützöffnung vorne so klein wie möglich halten konnte. Das Schild ist gegen Funkenflug, damit der Schütze nicht getroffen wird und sich verletzt. Das ist der Abzug. Hier holen wir den Verschluss da vorne. So. Und hiermit können wir dann abschießen. Also mit der anderen Seite. Genau, also wirklich ein imposantes Stück Geschichte. Oben ist noch der Lüfter. Hier vorne haben wir eine Maschinengewehrscharte. In der Regel, wenn es deutsch war, MG 42 oder MG 34. Und hier ist moderner Zivilisationsschrott. Und hier war der Bereich, wo die Granaten dann gelagert wurden, zwischengelagert. So, wir schließen jetzt mal auf. Und hier ist es schön kühl drin. War auch tatsächlich ein bisschen anstrengend. Hier haben wir ja die Toiletten. Hier ist der Raum des Kommandanten. Den sparen wir uns und nehmen ihn auf den Rückweg mit. Heizungen, überaus groß dimensioniert. Hier ist die zweite Kanone. Und die ist deutlich trockener. Das Typenschild hat man hier leider schon gemopst. Hier haben wir auch Maschinengewehrscharte und einen Frosch. Hier ist die Maschinengewehrscharte mit der Abdeckung. Und das darf man nicht vergessen, es wurde hier alles in Handarbeit gefertigt und hier hochgebracht, weil man ja keine Aufmerksamkeit haben wollte, weil das ein absolutes Geheimprojekt war. Und hier wird es wahrscheinlich genauso noch funktionieren. Das ist sogar noch einfacher. Ach, das ist ja wirklich deutlich einfacher hier. Isolationsplatten. Der nackte Fels. So. Sie sind durch. Gucken wir uns eben den Raum des Kommandanten an. Das war das Bett, ganz rudimentär, auch nicht weich oder so. Telefonanlage, damit konnte man zur Kroatenhöhle. Ich meine, das könnte man auch runter machen und da steht Kroatenhöhle auch drauf.
Nee, mal gucken. Aber irgendwo war das Bein nicht. Und ein weiteres Bett. Hier war der Sani. Das ist der Sanitätsbereich. Hier steht gar nichts drauf. Kommandant, so wie ich gesagt habe. Und dann gucken wir mal, was die süßen Boys machen. Küche. Und da ist Munitionsraum, gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns erstmal hier den Bereich an, wo man den Maschinenraum hatte. Schaut mal hier. Das war natürlich so, dass die Anlage einmal Strom von außen bekommen hatte, aber auch sich selbst, sprich autark, versorgen konnte. Und das hat man hier mit einem Dieselaggregat gemacht. Das Dieselaggregat ist hier vorne, ein Elektromotor ist hier hinten angeflanscht. Und dann funktioniert das genauso wie bei einem Fahrraddynamo. Das kennt ihr noch aus eurer Jugend. Der treibt den Dynamo an und dadurch wird hier Strom erzeugt, der dann für das Bauwerk ausreichte. Und hier haben wir ganz viele verschiedene Elemente, um den auch zu warten bzw. zu reparieren. Gewehrscharte. Falls der Feind reingekommen ist, konnte man ihn hier abwehren, genauso wie hier. Hier gibt es noch eine alte Tür. Da habe ich nicht bis jetzt rausgefunden, wofür die ist. Da ist Verbruch. Und hier haben wir eine Gewehrscharte, die sehen wir auch von außen, mit ganz vielen kleinen Spinnchen. So, und damit sind wir auch schon fast durch mit der Anlage, außer natürlich nochmal die Küche. Da gehen wir jetzt hin und richtig verwinkelt alles. Und dann werden wir gleich aufschließen. Gemeinsam das Bauwerk auch verlassen. So, Küche. Der Herd. Und hier finden wir den Munitionsraum. In der Nähe der Küche ist auch spannend, oder? Hier lagen die Granaten. So tief wie möglich im Bauwerk selber, damit, wenn ein Treffer stattfand, nicht das ganze Bauwerk in die Luft fliegt. Und hier ist ein Wassertank. Das wäre ja krass, wenn hier noch eine Granate drin liegen würde, oder? Tut es aber nicht. So, und ich schließe jetzt mal auf und melde mich dann gleich nochmal wieder. So, meine Freunde, also, wir sind jetzt fertig mit dem Bunker. Ja, wunderschönes Bauwerk, bis auf die Graffitis und den Müll wirklich in einem guten Zustand. Und ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt raus, lasst mir gerne ein Abo da, macht das Plus weg und so weiter, ihr kennt das Spielchen. Und bis zum nächsten Mal, euer Random Life. Und es ist sogar noch hell. Auf Wiedersehen. So Leute, ich habe noch einen Tipp bekommen.
Hier ist nach über 80 Jahren noch ein Hakenkreuz zu sehen. Und wir haben Glück, es ist noch hell. Schaut euch das an. Wurde auch schon drauf geschossen. Der Turngard Salzburg, Deutsche Turnerbund 1919, seiner im Weltkriege 1914 bis 18 gefallenen 200 Turnbrüder. Das ist so ein alter Altar. Und hier stehen die ganzen Namen der Gefallenen auf Steinen. Adnet, Kuchel. Bischofshofen, das sind Orte, da wo die herkamen. Altenmark, St. Johann, Lent, Zell am See, Radstadt, Freiheitskampf 1809. Salzburg steht ganz oben. Unvorstellbar. Das ist wirklich krass. So, Gerold, an dieser Stelle bedanke ich mich einmal für den Hinweis, für die Anlage und auch für das Hakenkreuz. Wirklich seltenheitswert, dass man überhaupt Kanonen in freier Wildbahn findet. Das ist schon mal wirklich außergewöhnlich. Ein Hakenkreuz, für jeden sichtbar, auch eigentlich total, wie soll man das sagen, surreal, dass man sowas noch findet. Ja, also wir sind hier an diesem Spot fertig. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Gerold, nochmal vielen Dank für die Information, für den Pin. Und in diesem Sinne bin ich raus, euer Random Life.